Hallo zusammen, die parlamentarische Sommerpause ist vorüber und das bedeutet für euch, es gibt wieder Wochenupdates aus dem Bundestag. Und die erste Woche hier in Berlin ging natürlich gleich so weiter, wie sie aufgehört hat, mit Sondersitzungen, mit natürlich hochbrisanten Themen. Und ich würde einfach mal einsteigen und euch erzählen, was wir die Woche wieder so getan haben. Es ging los am Montag, dort hatten wir gleich Fraktionssitzung, dieses Mal schon am Montag, denn wir haben eine Haushaltswoche gehabt. Und für mich war das auch sehr erfreulich, denn ich wurde in die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz berufen. Und damit bin ich das einzige Mitglied des Innenausschusses in dieser wichtigen Enquete-Kommission. Dann auch zum Thema Künstliche Intelligenz habe ich mich getroffen mit Vertretern der Firma Dell, die wir auch in Halle ansässig haben, und habe dort einfach die Ansprechpartner noch kennengelernt auf europäischer und auch auf internationaler Ebene. Das war tatsächlich ein sehr interessanter Tag. Ja, dann muss ich schauen. Thema Braunkohleausstieg, das ist eine zweite Kommission, die sich gerade mit dem Thema befasst, ob wir 2030, 2050 oder gar nicht oder sofort aus der Braunkohle aussteigen wollen. Die hat auch getagt am Montagabend. Ich war dort, weil bei uns im Weinberg Campus es viele Firmen gibt, die sich tatsächlich mit dem Thema beschäftigen, was können wir machen nach der Braunkohle, beziehungsweise wie können wir die Technologie, die wir jetzt haben, noch ein bisschen sauberer gestalten. Ja, am Dienstag ging es dann auch weiter. Wir hatten die AG Inn, wie eigentlich immer am Dienstag. Dort war natürlich auch das zentrale Thema die Debatte, die Vorfälle in Chemnitz und in Köthen und auch natürlich der in Diskussion geratene Bundesverfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Wir haben uns dort ein bisschen abgestimmt. Ich erzähle euch gleich, was dabei rausgekommen ist. Im Bundestag ging es dann natürlich um den Haushalt. Ihr habt es vielleicht verfolgt. Wir haben den größten Haushalt aller Zeiten. Wir sind mit ungefähr 356 Milliarden Euro in die Haushaltsverhandlungen reingegangen, und das Erfreuliche ist, es ist das vierte Jahr in Folge, in dem der Bund keine Schulden macht und sogar Schulden zurückzahlt. Und wir haben einiges an Investitionen auf der Tagesordnung, dazu komme ich aber gleich noch. Ja, dann hatten wir noch verschiedene Gespräche, unter anderem mit dem CITES. Wer von euch James Bond mag, der kann vielleicht was damit anfangen. Das CITES ist nämlich die Cyber- und auch Hardware-Werkstatt des Bundes, und sie soll spezielles Equipment und spezielle Software herstellen, um eben unsere Sicherheitsbehörden in Zukunft zu unterstützen. Das war mal sehr interessant, da reinzuhören. Ich werde die demnächst auch besuchen und dann gibt es auch noch ein paar Infos mehr, und vielleicht darf ich auch das eine oder andere mal fotografieren und euch mal zeigen, was sie da so Tolles machen. Ja, am Mittwoch, das war dann der Tag, an dem es auch wieder um Kommunalpolitik ging. Ich hatte ja einen Antrag, da ging es um die Verkehrsberuhigung der kleinen Ulrichstraße, und ich hatte auch noch einen Antrag im Stadtrat, wo es um das Thema ging, graffitifreie Altstadt. Beides wurde dort diskutiert, auch von der Presse aufgenommen. Es war auch in den Ausschüssen. Ich konnte selber nicht da sein, deswegen haben meine lieben Stadtratskollegen die Anträge für mich eingebracht, und es gab auch das eine oder andere Bürgergespräch dazu. Zurück nach Berlin. Wir hatten die große Ehre, den Botschafter des Staates Israels kennenzulernen. Auch für mich wieder wichtig. Israel ist nämlich führend im Bereich Cybersecurity, und dort sozusagen die persönlichen Kontakte herzustellen, war für mich natürlich ein besonderes Anliegen. Dann am Abend das Event, oder beziehungsweise Event ist leider das falsche Wort, dass die zentrale Veranstaltung in dieser Woche, die Sonderausschusssitzung mit Hans-Georg Maaßen. Dort hat er nochmal erklärt, wie er zu diesen Aussagen gekommen ist. Er hat gesagt, ihm ging es in erster Linie darum, die Öffentlichkeit vor Fehlinformationen zu schützen, denn niemand hat bisher explizit darauf hingewiesen, dass das besagte Video aus Chemnitz von der Antifa-Gruppe Zeckenbiss ins Internet gestellt wurde. Die wiederum hat das von einer sogenannten patriotischen Plattform, also aus dem rechtsextremen Milieu, einfach übernommen, einen neuen Titel verpasst, gesagt, das ist eine Menschenjagd, was sie in 19 Sekunden abgeleitet haben, hat das online gestellt, und Hans-Georg Maaßen hat es als seine Aufgabe gesehen, das zu thematisieren, und er hat ganz klar auch die rechtsextremen Straftaten, die es in Chemnitz gab, verurteilt. Und damit war eigentlich für den Großteil der Mitglieder des Innenausschusses klar, das fordert jetzt nicht oder kann jetzt sozusagen nicht einen Rücktritt rechtfertigen, und sein Verhalten war für mich aus seiner Sicht dann auch schlüssig, wenn auch nicht immer ganz zu 100% nachvollziehbar, aber wie gesagt, das ist eben auch Aufgabe des Verfassungsschutzes. Dann waren wir am Donnerstag, da hat sich dann unsere unionsinterne Gruppe der Mitglieder der Enquete-Kommission getroffen. Wir haben die Themen abgesteckt und ein wenig beraten, wo die Reise hingehen soll. Bei mir werden es natürlich die Hauptthemen sein, Cybersecurity und auch das Thema Computerspiele, für das ich im Übrigen auch Berichterstatter bin. Habe ich aber noch nicht so viel dafür gemacht, muss ich ehrlich zugestehen. Dann haben wir noch in dem Thema im Haushalt natürlich weiter beraten. Da ging es dann um den Haushalt des Innenministeriums. Dazu habe ich schon oft was gesagt. Hier nochmal kurz zusammengefasst, mit 15,63 Milliarden, das ist der größte
Haushalt für das Bundesministerium für Inneres, den es je gab. Fast 1 Milliarde Euro mehr im Vergleich zum letzten Jahr. Das sind natürlich die Investitionen in unsere Sicherheitsarchitektur, in Polizei, in Justiz, in Ausstattung und in Sicherheitsbehörden. Ja, Clemens, wenn du jetzt mal, Clemens steht immer neben der Kamera und hat meinen schlauen Zettel. Oh, das zeige ich euch ein andermal. Dann hatte ich noch Gespräche mit verschiedenen Journalisten, unter anderem auch aus der Funke Mediengruppe und auch mit RTL und NTV. Und dann natürlich am Donnerstag auch noch ein Radiointerview mit MDR Jump. Der eine oder andere von euch hat es vielleicht gehört. Da ging es natürlich auch um das Thema Hans-Georg Maaßen. Denn leider am Donnerstag gab es wieder eine neue Hetzjagd, aber diesmal auf Hans-Georg Maaßen. Ihr habt es vielleicht gehört. Es ging nämlich darum, dass er angeblich geheime Informationen vermittelt haben soll. Dazu muss ich ganz klar sagen, Hans-Georg Maaßen hat 237 Gespräche geführt mit Abgeordneten aus Bund und Land. Von diesen 237 Gesprächen waren 5 mit Vertretern der AfD, davon 2 mit Frauke Petri, 1 mit Herrn Gauland, 1 mit Herrn Brandner. Herr Brandner ist Vorsitzender des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages. Und da ist es völlig normal, dass man sich regelmäßig mit den Sicherheitsbehörden konsultiert. Und um die Informationen, um die es sich handelte, ging es einfach nur um eine statistische Angabe. Herr Brandner wollte nämlich wissen, wie viele Gefährder befinden sich aktuell im Land. Selbstverständlich antwortet ein Verfassungsschutzpräsident auf diese Frage, wenn er gefragt wird. Noch dazu, wenn es der Vorsitzende des Rechtsausschusses ist, da muss man tatsächlich die Kirche mal im Dorf lassen. Und ich kann die Aufregung nicht verstehen. Das war Thema des Interviews. Und dann sind wir auch schon am Freitag angekommen. Dort haben wir eine Redaktionskonferenz der Bild-Zeitung besucht und ich hatte dann noch ein Hintergrundgespräch auch wieder mit Journalisten. Und dann geht es für mich auch gleich zurück in den Wahlkreis, aber nur ganz kurz, denn ich bin am Samstag schon wieder hier, um die Freunde des neuen Theaters empfangen zu können. Da haben wir eine kleine Berlin-Tour organisiert und da freue ich mich natürlich ganz besonders, dass da der Verein, in dem ich auch Mitglied bin, mal hier nach Berlin kommt und sich die Zeit nimmt. Zum Schluss der Fun-Fact der Woche und ihr fragt euch vielleicht, was macht dieser Lorbeerkranz über meinem Kopf und überhaupt, was ist das hier hinter mir? Ich bin nämlich heute in der Artothek. Das ist sozusagen die Kunstsammlung des Bundestages und es ist die größte ausleihbare Kunstsammlung in Deutschland und hinter mir, da seht ihr ein riesen Panorama von Moritz Götze. Wer kennt ihn nicht? Unser berühmter Hallenser Pop-Art-Künstler, Bildhauer und Expressionist ist falsch, aber sagen wir mal Aktionskünstler. Und der hat nämlich gerade hier in Berlin in der Artothek und im kompletten Bundestag eine Sonderausstellung zu Ehren von Herrn Schadow. Und das war der, der sozusagen die Quadriga gebaut hat auf dem Brandenburger Tor. Und hier über mir seht ihr sozusagen die griechische Friedensgöttin Irene. Und vielleicht ist das auch ein bisschen die Vorgabe für die nächste Woche und für die nächsten Tage, dass sich alles wieder ein bisschen beruhigt und ein bisschen Frieden in unserem Land einkehrt. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch und wenn ihr Fragen habt oder irgendwie mehr wissen wollt, einfach wie immer kommentieren. Nächste Woche wird der Clip auch wieder ein bisschen kürzer. Also, schönes Wochenende und bis bald.